Leute, 5 Euro für ein bisschen Hackfleisch, sind ja nicht mal 500 Gramm. Ne, 4,99. 4,99 ist immer teurer. Unfassbar, ne? Das ist ja so, knete die selber. Die haben weniger. Knete die selber. Hallo zusammen. Carlos war mal wieder einkaufen bei Lidl. Es gibt wieder kostenlose Produkte. Damit fange ich an, oder? Ja, da sind die da. Die zwei, mehr nicht? Nee. Ist ja gut. Ja. Und zwar einmal ein Speisequark, 40% Fett. Dazu die Wahl zwischen dem Quark und einem Salami. Zwei Salami. Zwei Salami, zwei verschiedene. Nein, ein Zweierpack. So wie Beefy, aber von deren Marke. Ach so, jetzt erinnere ich mich wieder, ne? Genau, den hatten wir ja letzte Woche bekommen, ne? War das nicht so? Nee, nach dem Einkauf? Also, ich hatte es auf jeden Fall gesehen. Achso, ja, den Coupon meinst du? Genau, ja, richtig. Ja, genau. Gab es nicht, also hat Carlos den Speisequark mitgenommen. Richtig cool. Ja. Das zweite, ach, mit Kokos, das ist ein Kaffeegetränk von deren Marke. Das ist ja mit Kokos. Hm. Hast du eine Wahl, oder? Ja, es gab verschiedene Kokos. Ah, okay. Den hatten wir aber noch nicht, oder? Das noch nicht. Das noch nicht. Ich bin echter Kaffeegenuss für unterwegs aus feinsten arabischen Bohnen, ne? Limit Edition ist das. Okay. Ja, kostenlos. Finde ich richtig cool. Dann machen wir weiter mit dem Haul. Ja, vielleicht erstmal hier die Sachen, oder? Ja. Haltbare, fettarme Milch. Zwei Stück, schon wieder zwei Stück. Ja. Ich sage ihm jedes Mal, bring doch mal mehrere mit, so eine Palette. Ja, wo war wenig Platz? Im Einkaufswagen. Du machst Blödsinn, die Palette kriege ich dann nicht mehr drauf. Okay. Waren die auch im Angebot, häufig? Ja. Und hast du da viel mitgebracht? 4 Stück. Ah, nee, du warst ja schon vorher, ne? Ja. Genau. Also, ne? Zweimal. Sieht aber aus, als würden weniger. Sind. Was kosten die eigentlich jetzt? Sind die teurer geworden? Boah, ich hab gar nicht so stark. Okay, die werden ja immer teurer, ne? Zweimal mitgenommen? Ja, zwei. Hast du sonst noch was mitgebracht? Gläschen oder so? Ja. Echt? Richtig gut. Weil ich habe auch das Gefühl, das ist für die Louis, ne? Dass die Louis, die Schnauze voll davon hat, ja, um mal ehrlich zu sein, die hat keine Lust mehr auf die Milch, ja, ich kann sie nicht mehr sehen. Unser Brot zum Frühstück, der ist ja richtig lecker, ne, die sind immer so knusprig, der ist frisch, ne. 4,85, dann ist er auch okay, ne, also wir haben auch schon mal 5,15 Euro oder 5,20 Euro bezahlt, ja, dann ist es okay, ne, einmal hier das Brot, machen wir Burger. Ja. Selber oder hast du Fleisch gekauft? Nee, hast du gekauft. Okay, wir machen nämlich auch oft selbst. Und die sind so lecker. Ja. Scheibenkäse, ja, oder? Davon haben wir noch, oder? Haben wir nicht zwei? Ja, aber nicht so viel. Dann haben wir hier Lammlachse. Boah, das ist aber ein mickriges Stück. Guck mal, so mini. Ja, für mich. Ich esse aber trotzdem nicht so viel. 3,67 Euro. Da sind nur 105 Gramm. Das scheint voll viel und groß zu sein, ne? Aber es ist so, so schmal. Milka. War Milka im Angebot? Ja. Kekse. Die Kinder, die essen die sehr gerne. Dann ein Megapaket hier von Fruchtzwergen. 1,59. Wir haben nur gerade aufs Datum geschaut. Was haben wir hier? Einmal Sonntagsbrötchen und Croissants. Die sind richtig lecker. Machen wir ab und an mal. Nicht unbedingt am Sonntag, aber dann, wenn es passt. Wenn wir Lust drauf haben. 4x Pinguin, 5x Milchschnitter. Die habe ich so ja schon lange nicht mehr gesehen. Früher gab es ja immer so, ne? Was machen die das? Die hatten nur die diesmal. Nur die sogar. Ja, richtig lecker. Nee, ich mag lieber Pinguin. Ach, hier sind die. Vier Stück. Rind. Ja. Ja. Okay, hatten wir die schon mal nie, oder? Nee, die hatten wir noch nie. Ja, machen wir die heute? Mhm.
Schaut so aus. Vier Stück? Ja. Okay. 4 Euro war ich bezahlt oder noch mehr. Echt? Das ist doch eigentlich, wir zahlen ja immer 2 Euro für 2. Ja. Für 4 Euro. 4,99 hat nee. Ich dran, sind die doch. 4,99. 5 Euro. Ja. Leute, 5 Euro für ein bisschen Hackfleisch. Das sind ja nicht mal 500 Gramm. Oder warte mal. Ne, 4,99. 4,99 wird immer teurer. Unfassbar, ne? Das ist ja so, knete die selber. Wir haben mit weniger. Knete die selber. Unfassbar, wirklich. Ich bin gerade ein bisschen geschockt, ne? Echt? Auch so, hier 3,99 Mädchen. Ja, 4 Euro schon, ja. Ich glaube, das auch 4,99. Echt krass. Echt schweineteuer geworden. Also können wir nicht erzählen, dass das alles wegen das und das ist. Ja, das heißt mal wegen dem Krieg und ich finde das auch alles Quatsch, ne? Also klar, einer macht so hoch, alle ziehen mit. Ach, ja, es ist eher Energie und Gas und Kosten und das alles. Die Unternehmen müssen mehr zahlen. Das ist ja für manche dann schon Luxus. Das ist ja kaum bezahlbar für manche. Ja. Oder? Mhm. So. Machen wir mit Joghurt weiter. Sahne, Joghurt, Zitrone. Den hatte ich aber, glaube ich, noch nie, ne? Zitrone, Mascarpone finde ich ja immer sehr, sehr lecker. Aber den hatte ich schon gekauft, aber. Ja, gegessen, ist gut. Davon hat er 2 mitgenommen. Preis. Mascarpone auf Erdbeer, Vanille. Ja, unsere Melina ist ein bisschen erkältet. Jetzt ist sie, glaube ich. Landliebe Grießpudding. Das ist gut für Carlos. Ich mag das nicht. Wisst ihr mittlerweile ja auch, ne? Dann einmal Schlagsahne. Haben wir hier gesalzene Butter. Tzatziki, oh mein Gott, habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. 90 Cent, das ist doch gut. Ja, 79 Cent. Das ist für uns der beste Tzatziki. Da freue ich mich ja wieder auf die Grillzeit. Richtig lecker. Wir machen weiter. Habe ich schon alles gezeigt? Achso, hier von hat er mehrere eingekauft. Von Street Dan. Die mag ich am liebsten. Das ist das Aspirina Käse. Melina, trink mal was von deren Marke. Ja, boah, die hatten wir auch schon lange nicht mehr hier. Die. Was haben wir hier? Auch von deren Marke. Das hatten wir doch schon mal. Das war nicht so gut, oder? Nein. Wo du meinst, oh, den kaufe ich nicht nochmal. Jetzt komme ich da nicht dran. Oh. Und zwar sind das Nuggets. Tierform. Es liegt mir ja total gerne, ne? Richtig cool. Hatten wir jetzt schon lange nicht mehr. Wirklich lange nicht mehr. Luisa. Die Lumi. Na, Luisa, nicht alles rausnehmen. Carlos hat Erdbeere eingekauft. Mm, die riechen richtig gut und die sehen auch gut aus. Die sind bestimmt sehr, sehr lecker. Ja. Kommt er jetzt auch fast jede Woche mit, ne? Was ziehst du denn da? Luisa zieht da den Frühlingszwiebeln. Boah, die sehen auch mega aus, ne? Richtig gut. Ja. Dann haben wir einen Salatkopf. Ich tue mal die Tüte hier hoch. Und so. Komm, Schatz, wir machen das mal hier hoch. Oh. Boah, ich muss mich nicht die ganze Zeit so bücken. Toastbrot hat der Carlos eingekauft. Ja, nichts Besonderes. Dann hat der Carlos hier Äpfel eingekauft. Die hatten wir jetzt auch schon öfters. Die sind ganz gut. Eine Gurke. Milka. Oh mein Gott, besonders die mag ich ja gerne, ne? Die mag ich sehr, sehr gerne. Und die wollte ich demnächst auch wieder machen, also selbst machen. Da wollte ich eigentlich, dass der Carlos Nutella einkauft. Aber ich habe es vergessen. Ich habe vergessen, Bescheid zu geben. Echt mies. Dann haben wir hier Spaghetti Bolognese und Maggi-Päckchen, ne? Wenn es einfach mal schnell gehen muss, ja, finde ich die ganz, ganz gut. Was haben wir hier? Spaghetti in Tomatensoße, das hat er jetzt für mich mitgenommen. Ab und an esse ich die 5-Minuten-Terrine doch sehr gerne. Ich weiß, es ist gar nicht gesund und alles. Aber für zwischendurch mal, ja. Mein Schatz, was machst du da?
Bananen, die ja richtig gut aussehen, wie ich finde. Gut eingekauft. Oh, Schokolade. Lion. Das hört sich ja richtig gut an. Das ist ja mit Erdnuss. Richtig gut. Schaut mal. 5 Stück sind drin. Yummy, yummy. Dann hat er Marmelade eingekauft. Oh, sehr gut. Habe ich auch vergessen, Bescheid zu geben. Haben wir nämlich gar nicht mehr. Haben wir jetzt die Tage leer gemacht. Hat er gut gemacht. Hat er dran gedacht. Super. Und dann hat der Carlos hier noch, muss ich jetzt mal auspacken, Gläschen mitgenommen für die Lu. Wir haben gar keine mehr da. Und ja, da sie ja nicht, momentan nicht so gut Milch trinkt, dachte ich mir, versuch's mal mit solchen Gläschen. Also die isst ja auch vom Tisch, ne? Kartoffelchen und vieles mehr. Finde ich ja richtig gut und sie isst auch richtig gut. Also sie mag es sehr. Jetzt hat der Carlos hier vom Baby Vita auch Kartoffelgemüse mit Pute eingekauft. Die sind alle ab 8 Monate. Ja, Luisa jetzt eins oder wird eins. Kennt sie bereits, mag sie auch gerne. Also einmal das hier, Schinkennudel mit Gemüse allerlei. Und hier haben wir Spaghetti Bolognese. Darf die Louis heute mal eins davon essen, wenn wir dann Burger essen, weil Burger tut die Louis ja nicht essen, ne? Ja, Louis, ich habe gerade vor, die Louis mit so einem fetten Burger. Ne? Ein cooles Bild würde es ja ergeben. So, das war es jetzt auch schon zu dem Haul. Carlos ist gerade nicht hier, ich weiß nicht, ob... aber es gibt dann nachher ja immer so ein Ruppel los, ne? Wo es dann was umsonst gibt oder eben viel günstiger. Also sind echt immer ganz tolle Coupons dabei. Carlos meinte, ja, heute war es recht voll, kaum einen Parkplatz bekommen. Allerdings hat er heute viel mehr Leute mit Masken gesehen, selbst die Mitarbeiter. Ne? Letzte Woche war das so, dass er meinte, mir kein einziger Mitarbeiter hat eine Maske getragen und heute recht viele. Jeder muss natürlich selber wissen, aber ein bisschen bin ich schon geschockt über die übers Hackfleisch. Ne? 5 Euro für 400 Gramm, das ist doch ein bisschen viel, oder? Ich meine, wir können es zahlen, aber vielleicht gibt es Leute, die eben nicht so viel haben und darauf achten müssen, wie sie Ende des Monats klarkommen, sage ich mal. Da finde ich so Lebensmittel, das sollte nicht zu Luxus gehören. Also Hackfleisch finde ich dann doch schon ein bisschen, ne? So, die Louis ruft mich. Ich wollte das Video jetzt hier beenden. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns morgen um 10 Uhr wieder. Tschüss.